Einer meiner Standardmahlzeiten momentan: Haferflocken, Beeren oder irgendeine andere Frucht und bisschen Whey. Mit kochendem Wasser übergossen, eine Art Porridge, richtig geil. Das ist auf jeden Fall auch schon mal ein perfekter Tag in den Start, auch wenn ich das nicht immer morgens esse. Aber es ist einfach eine simple, geile, leckere, hochwertige Mahlzeit. Und damit, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ein Full Day of Eating, Road to Masse, so wie es sich gehört. Immer noch schön Road to Masse. Ich habe mir letztens so überlegt, es wäre eigentlich voll geil, wenn ich mir 5 Mahlzeiten pro Tag machen würde. Und dann halt alle mit 700 Kalorien, ungefähr 100 Gramm Kohlenhydrate, ungefähr 40 Gramm Eiweiß und ungefähr 16 Gramm Fett. Dann würde ich auf meine Makros perfekt kommen, auf meine Kalorien. Und ich hätte immer was zu essen. Das heißt, alle 5 Stunden hätte ich dann was zu essen. Nee, nicht alle 5 Stunden, das geht gar nicht. 5 Mahlzeiten alle 5 Stunden, der Tag hat doch nur 24 Stunden. Natürlich meine ich alle 3 Stunden, aber irgendwie ist das auch nicht umsetzbar, da ich nicht immer alle 3 Stunden Zeit habe zu messen. Also auch mit Training und so dazwischen, das passt halt irgendwie auch nicht so. Aber es wäre auf jeden Fall eine coole Idee, das heißt für Leute, die irgendwie alle 3 Stunden essen können. Wäre geil. Ich könnte es natürlich auch irgendwie arrangieren, aber ich habe mir das ausgerechnet und irgendwie wäre das nicht möglich. Aber es wäre halt geil, 5 Mahlzeiten zu haben. Das ist auf jeden Fall geil. Und ich will auch gar nicht mehr so viel reden jetzt hier am Anfang. Das heißt, essen und noch meisten. Jetzt muss erstmal die nächste Mahlzeit rein. Reis, 400 Gramm. 400 Gramm Reis. Jetzt in diesem Fall gekocht gewogen. Allerdings weiß ich, wie viel es ungekocht ist. Da ich das ausgerechnet habe, das verdreifacht sich ungefähr. Als einfaches Mathebeispiel, hätte ich da jetzt 300 Gramm Reis reingemacht, hätte ich 100 Gramm ungekocht gewogen, sozusagen gegessen. Da ich 100 Gramm ungekochten Reis gekocht habe und dann gewogen habe und gesehen habe, aha, das sind 300 Gramm. Somit kann ich in der App eintragen, 100 Gramm ungekochten Reis. Oder ich trage einfach 400 Gramm gekochten Reis, denn die Kalorien nehmen sich nicht so viel. Also würde ich viel, viel mehr Reis essen, dann nimmt sich das schon ein bisschen was. Also so um die 100 bis 200 Kalorien, das ist schon ziemlich viel, sage ich mal. Aber wie gesagt, das war jetzt bei mir der Fall. Das heißt, ihr müsstet das zu Hause dann für euch machen, so, weil jeder kocht seinen Reis anders, denke ich. Also so wie ich es koche, hat der Reis sich verdreifacht. Und das habe ich nur gemacht, weil ich mir für 3 Tage Reis gekocht habe. Das heißt, ich habe mir 750 Gramm ungekochten Reis gekocht und dann habe ich halt 3 Tage lang davon gegessen sozusagen. Und ja, dementsprechend habe ich das dann so abgewogen, damit ich ungefähr weiß, was ich eintragen kann. Und dazu gibt es eine kleine Hähnchenpfanne. Saftig. Gleiches Spiel hier, davon werde ich ungefähr die Hälfte essen. Das heißt, 200 Gramm Hähnchen werde ich davon tracken. Und dann gibt es auf jeden Fall noch 1-2 Kleinigkeiten zu essen. Und heute Abend gibt es auch ein kleines Cheat Meal. Also so ein kleines Cheat Meal. Was nicht mal ein extremer Cheat ist, aber das gönne ich mir heute auf jeden Fall, weil ich ein bisschen unterwegs bin. Und dann gibt es noch... Ich brauche es nicht erzählen. Ihr werdet gleich alles sehen. Und meine Kalorien natürlich auch, wenn ich alles getrackt habe. Also erstmal guten Appetit. Eine ordentliche Post-Workout-Mahlzeit, da habe ich mir noch ein bisschen Joghurt reingemacht. Einfach so, damit es ein bisschen saftiger ist. Ich mag Joghurt und ja, deshalb gönne ich mir das jetzt. Gleich die nächste Portion hinterher, da mir das ein bisschen zu wenig war. Läuft, würde ich sagen. Döner macht auf jeden Fall durstig. Das habe ich mir auf jeden Fall gegönnt. Ich habe es getrackt. Allerdings finde ich, dass die App das ein bisschen zu übertrieben dargestellt hat mit 900 Kalorien. Beziehungsweise die Dönertasche, die ich ausgewählt habe, ja, ist ein bisschen zu übertrieben. Also ich habe jetzt 400 Gramm eingetragen, ungefähr. Und das hat schon ziemlich kranke Nährwerte. Also irgendwie ein bisschen zu übertrieben, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt noch einen anderen Döner, der hat dann 200 Kalorien weniger. Also eine andere Döner-Kebab. Option mit viel weniger Fett und sowas. Also ich weiß nicht, das ist extrem komisch, da man ja auch nicht genau weiß, wie und wo und was. Aber wie schon mal gesagt, das ist halt kein Problem im Aufbau. Da kann man halt entweder mal einen Tag mehr essen oder einen Tag weniger und dann passiert halt eigentlich nichts so Dramatisches. Natürlich wäre es geiler, wenn man immer mehr isst, als man braucht. Also ist ja immer so im Aufbau. Ergibt Sinn. Ich hätte natürlich auch einfach weniger Döner eintragen können, also so, keine Ahnung, 200 Gramm oder so, auch wenn es ein bisschen mehr waren. Und dann halt einfach da trotzdem mehr essen, aber ja, ich sehe da keinen Grund. Man hat ja auch irgendwann im Gefühl, also ich hatte nicht das Gefühl, dass das 900 Kalorien waren, was ich gegessen habe, aber kein Problem. Ihr habt ja gesehen, ich habe eine normale Cola gegessen, da das auch alles getrackt ist. Ich habe das hier alles getrackt. Meine Kalorien sind voll gedeckt, also easy. Wie ich im Endeffekt auf diese Kalorien und auf diese Nährwertverteilung hier komme, werdet ihr jetzt sehen. Und zwar gibt es noch 1 Kilo Kartoffeln bei mir. 1 Kilo. 1 Kilo, das heißt 1000 Gramm, das heißt sehr viel Kartoffeln. Passt aber auf jeden Fall, denn ich bin schon wieder mega hungrig und ja, das gönne ich mir auf jeden Fall noch. Und genau das ist If It Were to Make Plus, meiner Meinung nach. Das heißt, man deckt seine Kalorien hauptsächlich mit vollwertigen Lebensmitteln, die zum Beispiel auch ein bisschen was mit sich bringen, zum Beispiel Mikronährstoffe etc. Und dann gönnt man sich ab und zu auch mal sowas wie eine normale Cola oder so ein Döner, wie ich das gemacht habe, so als Beispiel. Natürlich könnte man sich noch mehr gönnen, das wäre auch kein Problem. Aber wenn das Verlangen nicht besteht, dann muss man das auch nicht unbedingt machen. So sehe ich das. Das heißt, ich muss mir jetzt nicht unbedingt irgendwie Gummibärchen reinziehen, nur weil ich irgendwie Carbs noch offen habe oder so und denke, ja, oh, anstatt 100 Gramm Kartoffel gönne ich mir jetzt einfach, keine Ahnung, 30 Gramm Gummibärchen. Hätte ich auch machen können, wäre auch kein Problem. Also
Ja, wie gesagt, darauf hatte ich aber keinen Bock so, weil Kartoffeln sind geil, Kartoffeln sind lecker, Kartoffeln sind gut. Kartoffeln, ich mag Kartoffeln. Aber ich hoffe, ihr habt alles verstanden, wie ich das meine. Also man soll ein bisschen chilliger mit der Ernährung sein, aber jetzt auch nicht so übertreiben. Das heißt, man kann sich schon was gönnen, keine Frage, aber man muss jetzt auch nicht die ganze Zeit nur sich was gönnen. Denn ich bin immer noch der Meinung, man fühlt sich ja halt doch einfach ein bisschen fresher, wenn man einfach geile Sachen isst. Das ist auf jeden Fall bei mir immer so und ich hoffe, bei euch ist das auch so. Wenn das bei euch der Fall ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Die kleinen Kollegen kommen jetzt erstmal in den Ofen, dann gibt es die ja, schön knusprig. Eigentlich wollte ich kein Öl an die Kartoffeln machen, allerdings ja, konnte ich nicht. Man kann keine Kartoffeln im Ofen machen ohne Öl. Und ja, deshalb. Und 150 Gramm Magerquark gibt es auch dazu. Das Ding ist mit dem Döner, das hat mich übertrieben verwirrt. Die App sagt einfach 60 Gramm Fett. Also ein Döner, wenn ich den mit 400 Gramm tracke, 60 Gramm Fett. Und bei dem anderen Döner trackt der dann 20 Gramm Fett. Das hat mich einfach mega irritiert, aber wie gesagt, das hat mich dann irgendwie im Endeffekt jetzt auch nicht mehr gejuckt. Da habe ich jetzt einfach ein bisschen Öl reingemacht, also beziehungsweise auf die Kartoffeln, damit die halt auch geil werden. Und ich gönne mir das jetzt einfach rein damit, alles rein damit. Und im Endeffekt, ja, bin ich bei diesem Makros. Plus, minus, Soßen, Moosen, dies, das, die ich noch nicht getrackt habe oder sonst was. So, keine Ahnung, ich habe vorhin noch ein bisschen Ketchup auf meinen Reis gemacht, den track ich eigentlich nie. Und so Kleinigkeiten oder Tomatenmark, wenn ich Tomatenmark benutze, track ich Tomatenmark nie. Obwohl Tomatenmark ja auch Kalorien hat, aber Aufbau. Track ich nie Tomatenmark oder Gemüse. Gemüse track ich auch nie. Ich habe die Paprika auch nicht getrackt. Also, ja, so läuft das. Also, so mache ich das eigentlich immer. Das wird dann auch schon das letzte sein, was ich gegessen habe. Wie man sehen kann, ziemlich viel Eiweiß. Ich denke, das liegt auch im Döner. Ich guck mal ganz kurz. Wenn man hier aufs Eiweiß geht und beim Döner steht dann einfach 96 Gramm Eiweiß. Ja, klar, 96 Gramm. Guck mal, das ergibt jetzt schon gar keinen Sinn, wenn man so sieht: 200 Gramm Hähnchen, 46 Gramm Eiweiß und 400 Gramm kompletter Döner. 96 Gramm. Weil der komplette Döner besteht ja nicht aus Fleisch. Hä? Das ergibt schon keinen Sinn. Das ist 100% fake. 100% fake. 100% fake. Diese Apps machen mich verrückt. Nee, Spaß beiseite. Also, wie gesagt, ich lasse mich davon nicht verrückt machen. Ich esse jetzt die Kartoffeln auf, dann melde ich mich nochmal nachher, wenn ich das alles aufgegessen habe. Das wird auch so das letzte sein, denke ich, wie gesagt, was ich essen werde. Da es schon ziemlich spät ist, falls ich aber dennoch Hunger bekommen sollte, werde ich mir auf jeden Fall noch was machen. Dann werde ich darauf nochmal die Kamera halten. Zum Beispiel ein bisschen Toast mit Erdnussbutter und Nutella, das geht eigentlich auch immer. Aber, ja, hätte ich jetzt perfekt diesen Döner getrackt, dann wüsste ich jetzt noch, wie viel ich essen könnte. Das macht mich richtig verrückt. Aber, naja, so ist es halt. Wenn man auswärts essen geht, muss man damit rechnen. Und ja, deshalb gönne ich mir jetzt einfach die Kartoffeln. Gar kein Stress. Das war wie gesagt auch die letzte Mahlzeit. Ein kurzes, knackiges Full Day of Eating Go to Masse. Weil, also warum kurz? Das ist eigentlich eine ganz normale Länge, weil das letzte Full Day of Eating relativ lang war aufgrund des Rezeptes. Für die Leute, die neu dazu gekommen sind, ihr könnt ja mal das Full Day of Eating abchecken, wo ich dieses Rezept zeige, weil es so ein Essen ist, was ich relativ häufig essen werde. Und dann wisst ihr direkt schon, worüber ich rede. Also Nudeln mit Linsen, beste Gericht. Und damit würde ich jetzt auch dieses Video hier beenden. Ich hoffe, euch hat dieses Full Day of Eating gefallen mit meinen ganzen Makros, mit der ganzen Verwirrung aufgrund des Döners und so weiter und so fort. Was mich immer noch ein bisschen belastet, aber naja. Spaß beiseite, alles entspannt. Die Ernährung sollte auf jeden Fall Spaß machen und ja, also auch nicht nur jetzt Spaß machen, sondern auch funktionieren, aber beides gleichzeitig wäre halt am besten. So wie ich es hier gemacht habe, finde ich es geil. Andere würden sagen, es ist eintönig, langweilig, aber ja, es ist halt so. Ich habe mal auch Phasen gehabt, wo ich einfach chillig gegessen habe und momentan feiere ich halt einfach so, das, was ich so gegessen habe, einfach geil. Es war ja auch nichts irgendwie Komisches dabei. Es war eigentlich nur geile Mahlzeiten und ein kleiner Döner. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Auch wenn ich jetzt immer wie immer sage, nicht wie immer sage. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn das so ist, dann freut mich das natürlich auch. Und ich sage wie immer nicht, gebt dem Daumen ein Video nach oben, sondern macht, was ihr wollt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das macht. Und auch bei den nächsten Videos vorbeischaut. Und auch abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt. Ja. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Full Day of Eating. Oder bis zum nächsten Booster-Test. Also einfach bis zum nächsten Video.